In den 100 größten börsengelisteten Unternehmen der Welt ist kein deutsches mehr. US-Konzerne dominieren das Ranking. Unternehmer in den USA sind auch irgendwie immer krasser unterwegs als hier in Deutschland. Während Milliardäre sich hier mal verstecken, gibt es in den USA, glaube ich, keinen Milliardärsunternehmer, der nicht irgendwelche lustigen Partyfotos von sich hat oder Memes postet. Warum das so ist und warum Unternehmen in den USA immer übertreiben, erfahrt ihr nach dem allseits beliebten Intro. Es gibt einige Gründe, warum es in den Vereinigten Staaten mehr super erfolgreiche Unternehmer gibt als hier in Deutschland. Wir schauen uns mal ein paar davon an. Faktor 1: die Marktgröße. Die Vereinigten Staaten haben größeren Gesamtmarkt als Deutschland, was bedeutet, dass es mehr Potenzial für Unternehmen gibt, zu wachsen und erfolgreich zu werden. Wir reden hier nicht von einem bisschen, sondern sogar von einem gigantischen Unterschied. Im Jahr 2021 betrug der Anteil der USA am kaufkraftbereinigten globalen BIP abgerundet stolze 15,7%. Deutschland ist da mit rund 3% sehr viel bescheidener, aber dazu gleich. Bezogen auf börsengelistete Unternehmen ist der Anteil der USA sogar noch viel krasser. Die ETF-Investoren unter euch und unser geschätzter Kollege Thomas von Finanzfluss werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Schaut euch einfach mal den MSCI World an. Da könnt ihr sehen, dass mehr als 67% US-Aktien drin sind. Und wenn ihr an der Stelle tatsächlich zum ersten Mal überhaupt nachschaut, was da für Aktien drin sind, ja, schämt euch und schreibt es in die Kommentare, dann können wir uns alle über euch lustig machen. Das ist nicht nur aus Finanzierungssicht super für US-Unternehmer, die ihre Firma mittels Investorengelder wachsen lassen wollen, nein, sie profitieren gleich doppelt. Die enorme Größe und Bedeutung des US-Marktes insgesamt lockt Mitarbeiter, Kunden und Unternehmenspartner aus aller Welt in die USA. Damit ist nicht nur eine Menge Geld vorhanden, sondern auch gleich die Manpower, um riesige Konzerne aus dem Nichts zu erschaffen. Der American Dream ist zwar anscheinend nicht mal das, was er früher mal war, aber der Traum hält sich zäher, als man denkt. Hinzu kommt die Homogenität. Während man in den USA ca. 350 Millionen Menschen hat, die alle die gleiche Sprache sprechen und den gleichen Gesetzen folgen, hat man es in Europa schwieriger. Gesetze, Kulturen und Sprache ändern hier von Land zu Land. Selbst wenn man die reichen mittel- und nordeuropäischen Länder nimmt, die eine vergleichbare Kaufkraft mit der Bevölkerung der USA haben, müssen Unternehmen dennoch in 5, 6 oder 7 Ländern mit anderen Sprachen, Kulturen und Gesetzen gleichzeitig expandieren, während man in den USA mit einem Schritt quasi 350 Millionen Leute erreichen könnte. Nun zum zweiten Faktor, das Ökosystem für Investitionen. In den USA gibt es ein stärker entwickeltes Ökosystem für Startups und Unternehmertum. Das heißt, ein solides Netzwerk von Risikokapitalgebern und anderen Investoren, die bereit sind, relativ große Risiken auch für junge Unternehmen einzugehen. Peter Thiel, Elon Musk und auch große Banken wie zum Beispiel Goldman Sachs kaufen, entwickeln und verkaufen Unternehmen selbst in Milliardenhöhe so oft, dass sich Unternehmer in den USA auf ein Netzwerk an Akteuren stützen können, die eine gewisse Arbeitsteilung im Management des Wachstums von Megakonzernen erlauben. Gutes Beispiel hierfür ist die sogenannte PayPal-Mafia. Da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht. Im Gegensatz dazu ist die deutsche Startup-Szene unterentwickelt, was es für Unternehmer schwieriger macht, Zugang zu den Ressourcen und dem Kapital zu erhalten, das für das Wachstum von Unternehmen notwendig wäre. Aber das hat sich in den letzten Jahren zum Glück schon deutlich verbessert. Gründen ist generell auch nicht so hip wie in den USA und menschlicher Support für den Unternehmer eher selten. Auch an den Rahmenbedingungen der Gründungen könnte man bei uns arbeiten, aber ja, reden wir nicht das erste Mal drüber. Ne? Steuern könnten klarer strukturiert werden, Möglichkeit Firmenanteile an die ersten Mitarbeiter zu geben könnte vereinfacht werden und die Bürokratie und somit die Schnelllebigkeit vom Gründungsprozess und die Verwaltung der Firmen könnte auch stark vereinfacht werden, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Das E-Commerce-Institut Köln hat in Zusammenarbeit mit der Startup Hochburg der Stanford University eine Studie zu den Unterschieden der beiden Ökosysteme veröffentlicht. In der Studie steht, dass meist die Teams in deutschen Startups zu homogen sind und halt Deutsch oft die Hauptsprache ist. Mit Englisch als Weltsprache hat man es so in den USA natürlich viel einfacher, bessere Talente zu finden. Auch bieten amerikanische Gründerzentren oft bessere Netzwerke und schaffen es besser, Gründer mit erfahrenen Mentoren zu connecten. Die Deutschen sind bei dem Thema anscheinend etwas schüchterner. Was uns zum dritten Faktor führt, die kulturellen Unterschiede. Kulturelle Unterschiede können sich auf die Wahrscheinlichkeit einer unternehmerischen Tätigkeit auswirken. In den Vereinigten Staaten beispielsweise werden Risikobereitschaft und Innovation geschätzt, während in Deutschland Stabilität und Sicherheit im Vordergrund stehen. Diese kulturellen Unterschiede wirken sich dann auf die Bereitschaft der Menschen aus, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und auch mal Risiken einzugehen. Das sieht man treffend in der Aktionärsquote der jeweiligen Länder. Es gibt viele Studien, die eine höhere Risikobereitschaft in angelsächsischen Ländern im Vergleich zu Deutschland festgestellt haben. Was auch lustig ist, dass 50% der befragten Deutschen den Reichen die Schuld an Finanz- und humanitären Katastrophen geben, wohingegen bei den Amerikanern und Briten dies nur 21% tun. Da das richtige Mindset nämlich die Grundlage des eigenen Erfolges ist, wie so mancher Coach sagen würde, spielt das Thema Schadenfreude auch eine große Rolle. Besonders groß ist diese mit 51% bei der SPD, mit 48% bei den Linken und bei der AfD mit 47%. Bei CDU, FDP und tatsächlich bei den Grünen nur mit jeweils 34%. Hätte ich so auch nicht gedacht. Die Grünen?
Und Überraschung, auch der vierte Faktor spricht für die Amis: staatliche Unterstützung. Die Regierung der Vereinigten Staaten kann Unternehmern und kleinen Unternehmen durch Initiativen wie Steuererleichterungen und Finanzierungsprogramme stärker unter die Arme greifen. Ihre Budgets sind größer und der Staatsapparat insgesamt unternehmensfreundlicher. Das kann es den Unternehmen erleichtern, ihr Unternehmen auf den Weg zu bringen und langfristig ihre deutschen Kollegen abzuhängen. Womit wir beim Fazit angelangt wären: Die Superunternehmer der USA mit eigenen Milliardenkonzernen sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels. Bevor sich hier wieder der ein oder andere Möchtegern-Wirtschaftsminister die Finger in den Kommentaren wund tippt, es ist wichtig zu beachten, dass die von mir genannten Faktoren nur einige von unzähligen Gründen sind, warum Deutschland im Vergleich zu den USA bisher kaum mega erfolgreiche unternehmerisch tätige Milliardäre hervorgebracht hat. Für Deutschlands Wirtschaftspolitik heißt das vor allem zwei Dinge. Wenn wir auch in Zukunft wollen, dass unsere Unternehmer nicht von den Amis abgehängt werden, wird der Staat seine Unterstützung ausbauen müssen. Statt fesselnder Bürokratie wie im Mittelalter wird es mehr flexible Infrastruktur brauchen, um den Internetunternehmen eine Heimat bieten zu können. An der Stelle auch nochmal der Verweis zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. Und es wird Geld brauchen, denn nur wenn der Staat oder ein privatwirtschaftliches Ökosystem vorhanden ist, in dem Unternehmen wachsen können, wird es möglich sein, mit den US-amerikanischen Unternehmen langfristig mitzuhalten. Das war's von meiner Seite. Hier seht ihr noch ein anderes Video von meinem Kanal und hier seht ihr ein anderes Video von Funk.